Willkommen zurück zu einer neuen Folge Serious and Bogus Detour. Wir sind in Folge 5 und ich habe hier gerade bei der Testaufnahme, wir sind letztes Mal hier gelandet und ich habe nochmal kurz ein Testaufnehmchen gemacht, um zu checken, ob Sound und so okay sind, das muss immer mal sein. Nun ja, jedenfalls habe ich bei der Testaufnahme hier aus Versehen ein Loch in die Wand geschossen und hinter der Wand befindet sich... Alter, aua, aua, aua! Allerhand Gegner-Kram-Stuff. So, hierfür brauchten wir die... Nee, wir brauchen... Generell brauchen wir die rote Keycard gerade. Ich glaube, das da oben ist nur so eine Zwischenlevel-Option oder sowas in der Art. Junge! Ich bin doch gerade in einer neuen Aufnahmesession. Aua. Und er ballert uns direkt an. Oh. Ups. Mal dieser automatische Levelwechsel. Okay. Puh. Das war ein guter Einstand zum Aufwärmen. Mehr oder weniger. Nun ja. Whatever. So, da oben können wir auch theoretisch noch hin. Oh, hallo Bulle. Das ging schnell, den Down zu maken. Mal so sagen. Also wir brauchen die... Wow! Die rote Keycard. Jetzt sind wir nicht letztes Mal bei den Typen hier gestorben? Sieht heute deutlich besser aus. Ih, Schleime. Aua, okay, da ist irgendwie die Tür. Das heißt, da kann ich durchballern. Allerdings können die das auch. Der hatte die Keycard oder was? Aua. Blue Keycard acquired. Okay, wir haben die blaue Keycard und sind wieder relativ low, was die Energie angeht. Aber naja, das passiert manchmal. Ui, Piratenschiffe. Ist da ein Riss in der Mauer jetzt oder was? Nee. Scheint nicht der Fall zu sein. Hier können wir auch nicht lang. Dann immer wieder die Laser Cannon. Kann ich hier irgendwo durch? Sieht schlecht aus, aber doch von da unten können wir da rankommen. Jetzt haben wir jedenfalls die blaue Keycard. Die brauchen wir hierfür, oder was? Nice. Oh, Explosives. Und Ammo. Und Leben. Und mehr Explosives. Noch mehr Explosives. Machen die das Ding da unten kaputt? Nice, jetzt kann ich da rein. Die Tür war wohl vorher zu. Ja, wir arbeiten uns langsam vor. Bisschen Energie aufheben. So, hier sind Cells. Nice. Oh cool, die Gegner, da kann ich auch einfach umnocken von hier. Sind das nicht die Kamikaze-Typen? Ja, die einfach weggeballert. Crimson, sind sie down. Ja, einer lebt noch. Green Keycard required. Kein Problem, wir haben die blaue. Von hier aus können wir also auch schon ein bisschen was machen. Der hat die rote. Aber ich habe mehr Reichweite. Nice.
Die rote haben wir schon mal. Great Sam, now enter the library and look for the commander. Jetzt können wir in die, es gibt neue Gegner hier, Majors. Achso, ja, okay. Enter the library and find the commander ist unser nächstes Ziel. Yeah, nice. Gut entsorgt den üblen Abschaum. Hört auf, hier irgendwas auf mich zu ballern. Ist nicht nett, Leute. Es ist nicht nett. Boah, wie viel Reichweite dieses Ding hat, ey. Das ist mega crazy, McSchmazy. Oh, Ägypter. Ich weiß immer nicht, ob die jetzt böse sind, ob ich die jetzt lieber wegballern sollte oder nicht. Keine Ahnung. Da unten will ich auch hin. Hey! Hier kann ich nicht links nach links. Okay. Aua, renn doch nicht immer da rein. Sauber. Oh, hier gibt's richtig dick Energie. Yeah, Fuffi-Energie. Der schmeckt natürlich gut. Oh, Krabben. Und Fischmenschen. Die sind nicht so super gefährlich. Da haben wir schon gefährlichere Gegner gesehen. Aber das Secret da oben wollen wir uns nicht entgehen lassen. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Wie, hier ist nix. Was soll das? Ah, jetzt ist da nix. Ich könnte auswasten. Naja, dann ist da halt nix. In den Po gesmashed. Ich weiß nicht, warum ich das hier mache. Offensichtlich für Bullets. So, ach, für den Stern hier. Jawohl. Nice, den haben wir uns geholt. Das ist sehr schön. Können wir demnächst mal wieder leveln. Hu, ha, hu, ha. Sauber. Okay. Also wieder zurück. Okay, da können wir auch schon sehen, was da auf uns wartet in dem Gang. Ein paar Ägypter und hinter den Ägyptern sind ein paar Ochsen. Ui, hey, hallo. Was war das gerade für eine Tür? Warum ist die einfach aufgegangen? So. Hier auch alles niedergemäht. Hier sind noch ein paar gewesen. Jetzt haben wir soweit alles. Auch die Vasen alle. Aber ich glaube, hier ist noch einiges, was wir holen können, bevor wir das Level beenden sollten. Hoffentlich endet das jetzt nicht direkt mit dem Tod von diesem dicken Typen. Nö. Oh Gott. Nein, nicht die dicke Cannon. Ja, die Tommy Gun. Ach, ist das wieder nur so eine Secret? So eine Secret
Passage hier, die wir eigentlich nicht gebraucht hätten. Alter, ich baller mich hier komplett leer an Munition gerade. So, den Rest kann ich mit der Pistole machen. Patz. Yeah. Kriegen wir richtig nice Munition wieder? Ach du Kacke, es geht in die zweite Runde einfach nur. Okay, kann ich die so ein bisschen zusammentreiben? Die sind ja nicht so schnell, ne? Und dann irgendwie mit Explosives kaputt hauen. Ne, mit dem Raketenwerfer bitte. Da kommen auf jeden Fall immer mehr und immer mehr im Moment. Die kann ich vielleicht alle runterballern mit einem Schuss gleich oder mit ein paar Schüssen mit dem Raketenwerfer. Jungs, ihr seid alle dick auf einem Haufen. Rums! 2, 3, 4, 5, 6 Raketen. Ich denke, das war okay für die Gegner. Aua! Ach du Scheibenkleister, du! Hilfe! Alter, wie soll man das denn schaffen? Ich wollte gerade die Waffe wechseln, das habe ich nicht mal geschafft. Rums! Okay, mit der Mega Cannon kann man einiges wegballern. So viel ist mal sicher. Energie ist auch voll, okay. Wow, das war crazy hard. Okay, das war nur wieder so eine Bonuspyramide. Die sind aber eigentlich ganz geil. Da kann man sich mal richtig beweisen gegen Gegner oder richtig ablosen, so wie ich gerade. Naja, war halt nicht so leicht, ne? Kann man jetzt hier echt noch... Kann man die nicht abballern? Nee, okay, geht wohl nur für bestimmte von den Dingern. Nun gut. Dann waren wir... Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Hier unten waren wir. Da unten waren wir doch... Oh, ah ja, genau, hier ist ja zu. Deswegen sind wir da oben hingegangen. Da war jetzt die Pyramide, aber da war jetzt auch soweit Sense, ne? Rechts außen vorbei. Ja, da waren wir auch. Aber die Bonuspyramide haben wir gemacht. Sehr schön. Dann müssen wir mal den Eingang überhaupt zur Library finden, damit wir zum Commander kommen können. Oder irgendwie den Commander finden, wo auch immer der jetzt genau ist. Aber da liegen noch Cannons. Aber da waren wir auch noch gar nicht. Blue Keycard required. Die kriegen mega Damage, die Typen. Wer von euch ist da gerade so fies und ballert so richtig hart? Aua. Aua, Mann. Das war ein bisschen hart, muss ich sagen. Ich will nicht mit der Cannon. Eigentlich würde ich gerne die andere Shotgun nehmen. Nice. Richtig nice. Shells sind voll, Bullets sind voll, Energie ist voll. Hier ist ein Schalter. Oh ja, nice. Kanonenkugeln, die sind richtig stark. Die können wir auch richtig gut gebrauchen.
So, erstmal ein bisschen umgucken hier, was ist hier sonst noch so. Irgendwelche crazy secrets? Oh! Das sieht ja schon fast aus, als wäre das ein crazy secret, nicht wahr? Da müssen wir gleich nochmal hin. Okay, hier können wir wieder so ein... Achso, das führt wahrscheinlich einfach dann da nach oben, wenn wir das kaputt geballert haben. Aber macht auch rechts hier auf, nehme ich mal an. Bin mir nicht so sicher, ob... Oh, da kann ich rein. Ob sich das lohnt, die Viecher hier platt zu machen. Ich vermute mal, das lohnt sich nicht. Aber mal gucken. Wir können hier erstmal mega raufballern jetzt. Ja, kommt ruhig. Sterbt ruhig an diesem grünen Schleim. Oh, Kacke. Alter. Komm schon. Mann, die gehen echt gut drauf. Haben wir schon die Hälfte von dem Würfel? Nee, noch nicht mal ansatzweise. Der ist auf jeden Fall immer eine gute Herausforderung, dieser Würfel. So, wie sieht sie eben hier aus? Sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Wir smashen die gut weg, die Viecher. Vielleicht muss ich mal zwischendurch nachladen. Der geht so drauf, oder? I. Giftholzer. Ich habe schon wieder vergessen nachzuladen. Egal. Geht drauf. Wir nutzen ein bisschen die Umgebung, um hier die Gegner zu besiegen. So, das war's schon, oder? Ah ne, da sind ja noch haufenweise Bullen. Alter Verwalter. Das war gut knapp, meine Damen und Herren. Ich würde sagen, das war echt gut knapp. Ha! Nein! Ich wollte diesen Porter nicht nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Shit. Junge, der hat eine Laserkanone. Mann! Also, wo bin ich denn jetzt? Hier, okay. Da kriege ich eine neue Knarre oder was? Ein paar Fischmenschen, ey, da lache ich doch nur müde. Die können mir ja nichts anhaben. Auch du nicht, mein Freund. Bullets! Oh! Was? Sag mal, wir haben echt viel Energie voll. Viel Munition voll. Aua.
Die kleinen mistgrünen Viecher. Haut gefälligst ab. Da ist ja noch ein 50er Würfel. Und irgendwie mag ich diese Nuklearbiesterchens nicht. Ich kann euch nicht sagen warum, aber die sind irgendwie für dich die doof. Nun gut. Ich würde sagen, wir sind schon wieder weit genug fortgeschritten, um die Folge beenden zu können. Oh, da liegt wieder so ein Mini-Kit. Yeah. So, hier war jetzt noch Secret-Gedöns. Nein, jetzt bin ich wieder in den Porter gegangen. Das war ja nicht so klug. Ich wollte doch die Folge beenden. Experience! Ah! Oh mein Gott! Alter, das war ja richtig hart. Gut, so. Also da ist irgendwie so ein Porter. Dann ist hier ist das Secret. Da wollte ich hin. Hier machen wir bei der nächsten Folge weiter. Minigun. Alter. Nice. Die probieren wir dann mal aus. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.